Herzlich willkommen, liebe Besucher, zu unserem Livestream bei Sika Deutschland. Mein Name ist Oliver Konzelmann, ich bin der Verkaufsleiter für die Region Südwest. Neben mir mein Kollege Jelko Lovrich. Jelko, grüß dich. Hallöchen, auch von mir ein herzliches Willkommen. Mein Name ist Jelko Lovrich, ich bin technischer Verkaufsberater in Baden-Württemberg. Ich komme zwar aus dem Schwabenland, betreue aber die meiste Zeit in Baden. Super, das freut mich. Jelko, wir bei der Sika, wir sind ja innovativ, für neue Produkte immer offen. Wir haben heute was mitgebracht, das müssen wir unbedingt vorstellen. Natürlich, das ist Magic. Magic? Magic. Du nimmst es ja schon vorneweg. Wir haben eine kurze Präsentation vorbereitet und natürlich auch einen kleinen Film dazu, wie das Material nachher verarbeitet wird. Da gehen wir gerne drauf ein. Das wird interessant. Wenn Fragen sind, dürfen Sie die natürlich gerne stellen, die wir dann im Anschluss für Sie beantworten werden. Ja, lass uns mal starten, die Präsentation. Moderne Betonoptik für die Wandschirkung. Welche Trends gibt es denn aktuell? Du bist draußen am Markt, bei den Verarbeitern, bei den Kunden. Geht der Trend weg von der klassischen weißen Wand? Ja, also die Kunden, die wünschen sich auch was Modernes, okay. Was Loftartiges, was okay. Puristisches. Okay. Da ist so eine Sichtbetonwand okay. ganz stark im Kommen. Okay. Und was ja sehr schwer bisher war, hinzubekommen, okay. nachträglich. Das heißt, wandtastische Trends. Also wir bewegen uns diesmal nicht am Boden, sondern tatsächlich Nein, an der Wand. Wir sind tatsächlich an der Wand heute. Genau. Okay. Lassen wir mal schauen, wie das aussehen könnte, Jelko. Der Trend so wie geht bei dir im Wohnzimmer und in der Küche. Ja, so kann es natürlich aussehen. Aber wie kann ich das umsetzen? Muss ich tatsächlich vorab schon beim Hausbau planen, dass ich diese Wand weiß haben möchte, die andere Wand gerne mit Betonoptik haben möchte? Also der Sichtbeton wird in der Planung schon hergestellt? Früher ja. Okay. Aber seitdem es jetzt uns gibt, mit diesem neuen Magic-Produkt, nicht okay. mehr. Okay. Toll. Das heißt, also nicht im Rohbau schon irgendwo festlegen. Das war wo, einmal. Das war einmal. Das ist war ja mit einmal. Sicherheit auch aufwendig, schwierig, einen Sichtbeton herzustellen und den dann nachher auch so zu haben, wie er aussehen soll. Also ein ganz groß planerischer Aufwand, okay. sowas schon vorab zu planen und okay. herzustellen. Okay. Auch sehr teuer. Okay. Und das Ergebnis war meistens aber nicht das, was man haben wollte. Okay. Also viele Kiesnester, okay. übergroße Lunker. Okay. Also teilweise wirklich auch nicht schlecht. Okay. Das heißt, schlecht betoniert. Das heißt, Sika hat eine einfachere Lösung gefunden? Ja. Hier nachträglich irgendwas zu tun? Kosten sparen? Und nachträglich können wir solche Flächen herstellen. Okay, tipptopp. So könnte das dann rein theoretisch auch aussehen? So könnte das aussehen. Top. Wie war es denn bisher am Markt? Gab es mit Sicherheit auch schon irgendwelche Lösungen, um eine nachträgliche Betonoptik herzustellen? Was tummelt sich da am Markt, Jelko? Also man hat auf dem Markt ganz viele Produkte, ja. die eine Betonoptik nachahmen wollten. Okay. Keines der Produkte hat es bisher geschafft. Okay. Zum Beispiel eine Farbe, okay. die man dann irgendwie in Grau appliziert hat. Okay. Das war eher irgendeine Lasurtechnik. Okay. Dann irgendwelche Fliesen in Grau, die okay. nach einer Betonoptik ausgesehen hat. Okay. Irgendwelche Oberflächentechniken, wo man dann irgendwie den Mörtel aufgekratzt hat oder irgendwas, was dann auch sehr aufwendig war. Okay. Und eine Tapete. Also, aber es sah alles künstlich aus und nicht wirklich nach Beton. Nicht das Gelbe vom Ei? Nein, nicht das Gelbe vom Ei. Und Sika hat was geschaffen, um hier eine Hilfe zu, eine Lösung zu bieten. Wir sind im Original ganz nah dran. Okay, dann jetzt spucken wir große Töne, Jelko. Lass uns doch mal ein Bild anschauen, wie es tatsächlich aussieht. Also, wenn ich das in echt sehen würde, dann würde ich behaupten, das ist ein fertiger Beton. Wenn das nicht Beton ist, wenn das nicht Beton ist. Hier ist sogar noch ein Relief eingearbeitet. Das ist optisch natürlich ein absolutes Highlight. Das ist überall ein Highlight. Okay. Jetzt habe ich eine Frage an dich, Jelko. Welche Grundvoraussetzung braucht denn meine Wand? Kann ich das überall an die Wand applizieren? Muss die Wand irgendeine Voraussetzung erfüllen? Wir brauchen einen tragfähigen Untergrund, ja. Punkt 1. Ja. Punkt 2, wir sagen Q3. Okay. Als glatte Wand. Okay. Aber ich habe es auch schon auf ein bisschen strukturierten Wänden, auf Tapeten, Strukturtapeten aufgebracht. Okay. Es hat auch funktioniert. Man ja. muss es halt beurteilen können, ob es okay. glatt genug ist, weil wir bringen 2 cm Beton auf, 2 mm Beton. Okay. 2 cm wäre ein bisschen viel, da wären wir in der Betoninstandsetzung. 2 mm Beton. Okay. Und wenn wir halt zu große Unebenheiten haben, dann kriegen wir das nicht hin. Okay. Wir haben hier ein kurzes Abbild dargestellt, wie die Abläufe denn stattfinden. Kannst du kurz 2, 3 Sätze dazu sagen, wie es denn abläuft? Ja, wir sehen auf Bild 1 ja. unsere 2 Grundierungen. Mhm. Okay.
Wir brauchen zwei Grundierungen. Einmal aufsaugenden Untergründen, ja, den CK Floor 01 Primer einzusetzen. Okay. Eine Art Sperrgrundierung. Okay. Darauf setzen wir unseren CK Floor 02 Primer drauf. Okay. Das ist eine Art Haftvermittler. Ja. Die meisten kennen es als Putzgrund. Und damit grundieren wir erstmal die Wand. Okay. Punkt 2. Wir arbeiten mit Schallungsfolien. Ja. Die sind 80 cm auf 1,25 m. Okay. Und wir machen unser Fugenbild an. Wir zeichnen das an die Wand, unser Fugenbild. Okay. Wir können nicht die ganze Wand auskleiden mit einer Folie. Ja. Daher brauchen wir ein Fugenbild und okay, das zeichnen wir uns an. Dass wir wissen, wie arbeiten wir, in welchen Feldern arbeiten wir. Okay. So dass wir, man kennt es vom Fliesenleger. Ja. Der macht sich auch einen Plan. Okay. So müssen wir uns das an der Wand auch vorstellen. Ah, okay. Also wird vorab schon angezeichnet, wo ich meine Folie dann nachher platzieren möchte. Genau. Okay, gut. Was passiert dann? Dann haben wir unser Pulver. Ja. Das ist in 3 Kilo Säcken abgepackt. Okay. Wir mischen es mit 830 bis 840 Milliliter Wasser an. Okay. Rühren es homogen an. Okay. Kurz, 45 Sekunden, eine Minute, ja, dass wir eine homogene Masse haben. Okay. Und dann können wir, wie man auf Bild 4 sieht, schon das Material an die Wand bringen. Okay, super. Der Kollege macht hier noch irgendwas mit einer Sprühflasche auf dem nächsten Bild? Auf Bild 5, ja, wenn wir das Material geglättet haben, ja, nebeln wir die Oberfläche leicht an, okay, damit wir diesen Sintereffekt bekommen, okay, diese Sinterschicht. Mhm. Und dann legen wir die Schallungsfolie oben drauf. Okay. Dann? Und auf Bild 7 sehen wir, wie wir die Folie andrücken. Okay. Somit bekommen wir Lufteinschlüsse, diese Lunkerausbildung. Und je nachdem, wie stark ich drücke, ja, wenn ich mehr drücke, drücke ich die Luft raus, okay, aus dem Material. Das, ja, heißt, ich bekomme eine glattere Wand. Okay. Wenn ich nicht so stark drücke, habe ich mehr Lunker. Also ich kann es auch bestimmen, wie nachher meine Wand aussieht bis zu einem gewissen, okay, Grad. Aber jedes Feld für sich dann Unikat? Jedes Feld ein Unikat. Okay. Und ich kann sogar dementsprechend entscheiden, will ich mehr Lunker, will ich weniger Lunker oder will ich sogar noch ein Relief einbauen. Ein Beispiel. Jacko, was brauche ich denn für Werkzeug dafür? Ganz kompliziert. Ja? Ganz kompliziert. Okay. Ich habe es mal vorbereitet. Ja, okay. Lass den. Also, ein Rührer. Ein Rührer. Und ein Messbecher. Okay. Bam. Ist noch überschaubar. Jetzt sind wir ganz nah dran an der Raketentechnik. Ja. Okay. Dann, um das Material an die Wand zu bringen, einmal eine Kelle und eine Traufel. Okay. Ja, sind wir auch wieder an der Raketentechnik. Sollte jeder, zumindest jeder Handwerker bei sich haben. Und für die Schalungsfolie? Ja. Was ist das? Tapetenwalze? Ja. Top. Zum Anrollen, Andrücken. Okay. Und das war's größtenteils. Okay. Vielleicht noch Wasserwaage, Bleistift. Und ein Cuttermesser. Und ein Cuttermesser, um die Folie zurechtzuschneiden. Also alles überschaubare Werkzeuge, die. Also jeder, ein Handwerker hat es eigentlich. Jeder mit dabei. Also. Im Auto. Also kurzer Spaß von dir. Wir können mit handelsüblichen Werkzeugen natürlich arbeiten. Keinen großen Aufwand, müssen wir keine. Ja, wir brauchen keine großen Investitionen in irgendwelche Maschinen. Okay. Rührgeräte, Bettungmischer, keine Ahnung, okay, investieren. Okay. Super. Ja, das klingt ja einfach. Einfach und schnell sieht es für mich aus. Also ja, ist es auch. Kurz erklärt, wie der Ablauf dann vonstatten gehen soll. Einfaches Werkzeug dazu. Kann ich das alleine verarbeiten, Jacko? Ja, man kann es sehr gut alleine verarbeiten. Okay. Dadurch, dass wir diese Schallungsfolien haben. Ja. Dadurch, dass sie auch 80 cm auf 1,25 m sind. Okay. Auch sehr gut handelbar, um eine Wand komplett alleine, okay, zu machen. Lass uns doch mal vorher nachher anschauen. Wie sieht denn das aus? Was zeigt Bild 1? Die nackte Wand. Die nackte Wand. Die zweite? Grundiert. Die dritte? Da sind die Schalungsfolien schon drauf. Okay. Die vierte? Abgezogen und getrocknet. Wie schnell geht das, Jacko? Sehr schnell. Okay. Sehr schnell. Heißt, also wir kalkulieren 15 Minuten, ja, pro Quadratmeter. 15 Minuten pro Quadratmeter. 15 Minuten pro Quadratmeter. Okay. Wer ein bisschen mehr Erfahrung hat und Routine oder zu zweit ist, geht es, ja, auch schneller. Okay. Das heißt, auch unsere Grundierungen sehr schnell trocknend. Okay. In dem Fall bei dieser Wand, ich komme morgens, grundiere, okay, bereite alles vor, ziehe mein Material auf, ja, lege die Schalungsfolien ein, warte anderthalb Stunden jedes Mal, ziehe, okay, sie ab, okay, trocknen lassen, zusammenpacken, sauber machen, gehen. Sauber, das heißt, sauber, morgens bis mittags fertig. Okay. Sind der Flächengröße irgendwelche Grenzen gesetzt?
Im Prinzip nicht. Im Prinzip nicht. Okay. Der Untergrund muss es halt hergeben. Okay, stark. Interessant. Gut, lass uns mal ein bisschen auf die Komponenten eingehen. Werkzeuge hast du schon super vorgestellt. Du hast auch schon was von Primer erzählt. Da muss ich noch ein bisschen näher drauf eingehen. Ich habe das noch nicht so ganz verstanden. Primer 01, Primer 02. Ja. Also ich würde mit 1 anfangen, dann natürlich mit 2 weitermachen. Aber welchen Zweck haben sie denn? Also wie gesagt, bei saugenden Untergründen brauchen wir eine Art Sperrgrundierung. Ja. Sonst würde uns die Feuchtigkeit aus dem Material In den Untergrund abwandern. Ja. Und unser Material würde zu schnell trocknen. Okay, macht Sinn. Und darauf kommt halt unser Haftvermittler. Okay. Etwas sandig, dass auch die Griffigkeit da ist. Okay. Dass wir das Material gut spachteln können an der Wand. Auf einer glatten Wand gestaltet sich das manchmal schwierig, weil dann das Material hin und her läuft. Okay, das heißt quasi eine Haftbrücke wird hergestellt, um nachher das Material entsprechend aufzutragen. Okay, gehen wir an die Komponenten an sich. Du hast vorhin das Produkt schon erzählt, Zika Magic Wall 550. Wie viel ist denn in so einem Gebinde drin? Man sieht ja den Sack, das sind 3 Kilo. Okay. Und die 3 Kilo reichen für 1 Quadratmeter. Okay. 1 Quadratmeter. Die Folie ist auch noch mit dabei. Wie viel sind da im Gebinde? Also wir haben eine Verpackungseinheit von 10 Folien. Ja. Die brauchen wir auch mindestens. Okay. Da wir ja flüssig arbeiten. Okay. Das heißt, ich warte ja nicht mit einer Folie, bis die abgetrocknet ist nach 1,5 Stunden und ziehe die wieder ab. Okay. Weil die sind wiederverwendbar. Und mache dann das nächste Feld, sondern ich arbeite flüssig in einer Reihe. Okay. Deswegen brauche ich mindestens 10 Folien, weil 7, 8 Folien permanent an der Wand hängen. Okay, das heißt, wiederverwendbar, ich kann nicht nur 10 Quadratmeter mit der VE realisieren, sondern auch durchaus mehr. Durchaus mehr, dadurch, dass sie wiederverwendbar sind. Super abwaschen, sauber machen, wiederverwenden. Top, super. Wunderbar. Also ich habe keinen großartigen Müll, den ich nachher entsorgen muss, sondern ich kann mit dem Produkt dann in Zukunft auch noch weiterarbeiten. Ja, wenn wir sie halt zusammenschneiden für Ecken, Kanten, ist sie auch nicht Müll, sondern wir können sie auch kleiner schneiden und für die nächsten kleineren Flächen verwenden. Okay, super. Wunderbar. Interessant. Die Komponenten, du hast es vorhin schon angesprochen. Wie wird denn dieses Material angerührt? Mit Wasser, Pulverkomponente rein, rühren, fertig. Okay. Interessant. Gut. Also kennt jeder Handwerker. Okay, das ist ja wirklich einfach. Ich habe auch keine große Anrührzeit, also das Ding ist relativ schnell fix verarbeitbar. Wie lange habe ich Zeit? Topfzeit 20 Minuten. Okay. Der eine sagt jetzt, es geht ja wahnsinnig schnell. Ja. Aber wer in 20 Minuten keinen Quadratmeter aufgezogen hat, der hat ein Problem. Okay. Der hat ein anderes Problem. Okay. Ja, und Schalungsfolien 1,5 bis 2 Stunden dran lassen. Okay. Unterziehen. Okay. Hier steht noch was von einem Praxistipp. Folien mit Uhrzeitbeschriften. Erzähl mal, du bist der Praktiker, du hast es schon oft verarbeitet. Ja, da wir nicht in Linie arbeiten müssen, sondern meistens schon die ganz großen, also die ganzen Schalungstafeln an die Wand platzieren, wissen wir nachher nicht, welche als erstes dran war. Okay. Dadurch behelfen wir uns, dass wir ein Klebeband nehmen, die Uhrzeit draufschreiben und dann an die Folie kleben. Ah, okay. Dann wissen wir nämlich ganz genau, diese Folie haben wir um die Uhrzeit dran gemacht und jetzt sind 1,5 Stunden vorbei oder 2 Stunden und jetzt müssen wir die Folie ungefähr abnehmen. Okay. Wenn wir das nicht machen, die eine Folie nach 1,5 Stunden und die andere Folie nach 3 Stunden, wir haben ein mineralisches Produkt, das Trocknungsverhalten ändert sich, das heißt, wir können Farbunterschiede bekommen. Ah, okay. Das war jetzt nicht weltbewegend, aber vielleicht stört den einen oder anderen bei einer großen Fläche, dass das eine Feld vielleicht heller oder dunkler ist. Das heißt, daher sollten wir uns da schon irgendwo in einem Rahmen bewegen. Es kommt jetzt nicht auf die Minute an, auch nicht auf 5 Minuten. Okay. Aber wenn wir 1,5 Stunden die eine Folie und die andere nach 3 Stunden abziehen, dann sehen wir einen leichten Unterschied. Okay. Deswegen sollten wir uns da irgendwo... Okay. Also Praxistipp, Folie mit Uhrzeitbeschriften macht Sinn. Alles nach 1,5 Stunden abziehen, habe ich überall die gleiche Optik. Jawohl. Okay, super Sache. Wunderbar. Lass uns weiterschauen. Wie wird das Material aufgebracht? Kann ich das auch im Außenbereich einsetzen, Jacko? Nein, nicht. Für den Außenbereich ist das Material nicht gedacht. Okay. Im Badezimmer, kann ich es auch in die Dusche reinmachen? Im Nassbereich nicht. Ja. Ansonsten im Bad ja, aber nicht im direkten Nassbereich in der Dusche. Das sollte man unterlassen. Okay, super, interessant. Lass mich noch ein bisschen was zu den Folien wissen. Du hast vorhin gesagt, ich kann sie wiederverwenden. Wie funktioniert das mit dem Zurechtschneiden, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Treppenaufgang machen möchte? Also die Folien, man muss sich die so vorstellen, das sind Plexiglasfolien. Okay. Die sind 2 mm stark. Ja. Wir zeichnen die uns an,
ritzen sie uns an mit einem Cuttermesser, okay, oder schneiden sie schon durch, je nachdem, okay, wie scharf die Klinge ist. Okay. Knicken die wie eine Rigipsplatte, okay, passen sie ein vorher, überprüfen das, okay, und dann können wir spachteln und die Folie drauf, okay, legen. Super. Also kann ich genau anpassen an Dachschrägen oder auch an Rundungen zum Beispiel? Muss man, ja. Okay, super, wunderbar. Kleine Referenz von dir zu Hause? Ja. sieht man auch nochmal ganz schön die Betonoptik, wie wir sie angebracht haben. Wir haben aber auch noch weitere Referenzen mitgebracht, die tatsächlich aus deiner Region dann auch waren, wo du tatkräftig mitgearbeitet hast. Lass uns doch mal drüber schauen. Erzähl mal was dazu. Also sehr schöne Bilder. Das eine Bild ist ein Treppenhaus, ja, ein Einfamilienhaus, okay, 10 Meter lichte Höhe. 10 Meter lichte Höhe. 10 Meter lichte Höhe. Okay, mhm, stark. Da war ich bei der Einweisung dabei. Das hat auch der Verarbeiter das erste Mal gemacht. Okay. Der Bauherr war dann auch im Hintergrund. Okay. Und bei jeder Folie, die wir dann abgezogen haben, hat er immer das Feld bewundert, hat gesagt, oh, wieder ein Unikat. Okay. Also Wahnsinnsbegeisterung, okay, auch bei den Endkunden. Okay. Jetzt fasse ich mal so ein bisschen zusammen. Einfaches Produkt, schnell verarbeitet und toller Effekt, also überragender Effekt. Ja, zum Beispiel bei dem Kamin muss man ja sagen, da haben wir auch um die Ecken gearbeitet, haben, ja, auch viel Schneidarbeit gehabt. Das sieht echt stark aus. Das war auch eine Einweisung bei einem befreundeten Maler, okay, der das auch zum ersten Mal gesehen hat, das Material. Okay. Wir haben um 8.30 Uhr gestartet, ja, und um 10.30 Uhr haben wir die ersten Folien abgezogen. Okay, stark, interessant. Also cool, also wirklich, ich bin hin und weg. Weitere Referenz, wir hatten gerade von dem Treppenaufgang gesprochen, ist ein bisschen schwieriger als die einfache Wand. Ja, man muss dabei beachten, bei so Treppen, da müssen wir einen viel höheren Kalkulationsaufwand in der Zeit, okay, einrechnen, okay, weil wir halt die Folien schneiden müssen. Okay. Das heißt, auch die Folien sind meistens für größere Flächen oder nicht mehr verwendbar, weil wir wirklich viel schneiden und viel, okay, Kanten und Ecken haben. Okay. Weil wir können ja die Folie dann nur kleiner schneiden noch. Ja. Das heißt, für kleinere Sachen kann man die Folien wiederverwenden, aber der Zeitaufwand ist auch deutlich größer, zum Beispiel wie bei so einer Treppe, okay, als an so einer ganzen Wand, wo man einfach die Folien nur an die Wand bringt. Aber der Effekt ist nach wie vor der gleiche? Also der Effekt ist der gleiche. Okay, also super. Der Bauherr war begeistert. Die Arbeit hat sich gelohnt, sieht stark aus. Weiteres Referenzbild, hier auch toll mit der Holztreppe im Treppenaufgang, sieht stark aus. Also Vorher-Nachher-Vergleich ist eigentlich überragend. Überragend. Genau. Hier haben wir noch eine kleine Referenz mit bei, als die Folie frisch abgezogen worden ist. Ja. Es trocknet also auch sehr schnell ab nachher, wenn die Folie weg ist. Okay. Also der Trocknungseffekt, okay, setzt sehr schnell ein. Gibt es eigentlich irgendeinen Oberflächenschutz, den ich da drauf machen kann? Ist es notwendig? Wir können ein Oberflächenschutzsystem draufbringen. Okay. Zum Beispiel in öffentlichen Gebäuden, mhm, oder in Arztpraxen oder irgendwo, wo, okay, halt sehr viel Leute sich tummeln und die Betonwand, okay, dann anfassen. Okay. Entweder auf Wachsbasis, wie so ein Graffiti-Schutz, okay, oder halt auf PU-Basis, auf wässrigen, okay, um halt einfach einen Schutz drauf zu machen. Okay. Ich persönlich würde jetzt keinen drauf machen, weil das bringt ja eigentlich die Authentizität vom Beton. Okay. Also ein Sichtbeton normaler, wo man überall sieht, der hat ja auch überall Kratzer und, okay, Abnutzungserscheinungen. Der lebt halt dann. Das bringt ja eigentlich die Charakteristik vom Beton mit. Okay. Wo war denn der häufigste Einsatzbereich, wo du es bisher eingebaut hast? Also im Privatbereich. Privatbereich. Wirklich im Privatbereich oder Firmen, Eingangsbereiche, okay, die da wirklich eine Sichtbetonoptik, okay, haben wollten. Okay. Also man kann super Akzente setzen mit einer Wand, in der ich die Betonoptik, ja, einsetze. Ja, das ist der absolute Trend, den, okay, die Leute jetzt auch haben wollen. Okay. Dadurch, dass es auch wirklich original wie Beton, okay, aussieht. Weitere Referenz, wir haben es auch in Dachschrägen schon eingebaut, also wenn es die Wand dementsprechend hergibt. Nicht nur in Dachschrägen, auch an der Decke. Auch an der Decke? Auch an der, ja, Decke. Okay, stark. Wow. Und vorhin, wie du schon angesprochen hast, bei dem Kamin um die Ecke tatsächlich auch nochmal, ja, Eckausbildungen, auch absolut kein Problem. Stark, okay. Super Sache. Sieht aus wie ein Betonklotz. Ja, absolut. Weitere Referenz, du hast gesagt, auch Rundungen können ausgeschnitten werden. Hier jetzt Warmwasser-, Kaltwasser-Zuleitung und Abwasserleitung. Wird ausgespart, Folie draufgesetzt, gewalzt und nach anderthalb Stunden abgezogen, überragend. Im Prinzip wiederholt sich das Ganze, aber nur klar, diese Folie kannst du nicht mehr wiederverwenden für, klar, eine ganze Fläche. Klar. Durch die fehlenden, durch das fehlende Material, super, von der Folie. Für mich persönlich ein Highlight immer dieses Relief, also Firmenlogo, Logos, einarbeiten. Was muss ich denn beachten, wenn ich so ein Relief einarbeiten möchte? Also man kann sich die Logos plotten. Ja. Die sollten 0,5 mm stark, ja, sein, okay, damit auch ein Effekt zustande kommt. Okay.
Und dann klebt man sie auf die Schalungsfolie. Okay. Spiegelverkehrt hinten drauf. Spiegelverkehrt. Okay. Und drückt sie dann in den Beton von der Schalungsfolie. Okay. Und beim Abziehen haben wir den Effekt. Stark. Also man muss nicht irgendwelche Schilder anbringen oder irgendwas. Man setzt wirklich in der Wand einen Akzent. Ich finde es dezent und schlicht und trotzdem ein Hingucker. Absolut. Das ist ein absoluter Hingucker. Klar. Also da wird immer wieder gefragt, wie habt ihr das gemacht? Okay, stark. Hier noch eine weitere kleine Referenz in dem Verkaufsraum, wo wir auch Akzente setzen konnten mit der Betonoptik. Ja, sieht überragend aus. Absolut. Wir haben unseren Techniker natürlich auch noch losgeschickt, der das Ganze mal verarbeitet hat. Möchten wir einen kurzen Film auch noch zeigen, wie es denn vonstatten geht. Und dazu würde ich sagen, Film ab. Vielen Dank an unseren Techniker Markus, der uns hier kurz zeigen konnte, wie schnell es geht. Ja, und einfach. Und einfach. Also es, man muss eigentlich aufpassen, wenn man beim Kunde ist, dass er nicht sagt, ich mach's alleine. Okay. Wirklich. Und wir haben originalen Beton in dünn, okay, an der Wand. Und der Materialeinsatz ist überschaubar. Der Werkzeugeinsatz hat jeder bei sich. Ich bin super schnell fertig und ich habe ein top überzeugendes Produkt. Ich möchte dazu einfach nur sagen, unsere Fachberater, auch der Checo, sind nach wie vor für Sie im Einsatz, auch in dieser schwierigen Zeit, natürlich unter Einhaltung aller Hygienevorschriften. Kontaktieren Sie uns gerne, wenn Fragen dazu sind. Wir kommen auch zu Ihnen auf die Baustelle und unterstützen Sie da gerne. Ich möchte mich recht herzlich bedanken für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen alles Gute. Auch von meiner Seite einen herzlichen Dank fürs Zuschauen und kommt einfach auf uns zu. Wir begleiten euch, wir beraten euch. Wir weisen euch ein auf der Baustelle und ja, it's magic. It's magic. Vielen Dank.